Hallo zusammen, willkommen beim nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen. In diesem Video der Java-Grundlagen wollen wir uns mit einem sehr, sehr essentiellen, grundlegenden Thema beschäftigen, und zwar den Operatoren. Es gibt eine Vielzahl von Operatoren und ich werde mich jetzt hier in diesem und im nächsten Video auf die wichtigsten Operatoren konzentrieren. Alle weiteren benötigten Operatoren werden wir dann zu gegebener Zeit besprechen, beziehungsweise werde ich später nochmal ein Video für etwas aufwendigere Operatoren erstellen. Aber der Reihe nach. Klären wir erstmal, was ein Operator eigentlich macht. In allererster Linie geht es beim Computer ja darum, Informationen, sprich Daten, zu verarbeiten. Und mit verarbeiten meint man nun zum einen, Daten zu verändern. Das bedeutet, dass wir einen existierenden Wert in einen neuen Wert umwandeln. Das bedeutet wiederum, dass wir diese Veränderungen entsprechend nur in Variablen durchführen können, weil Variablen ist ja das Einzige, was wir wirklich verändern können in unserem Computer. Die zweite Kategorie von Verarbeitung ist die Verknüpfung von Daten. Das bedeutet, dass wir zwei oder mehr Werte nehmen und basierend auf einer Verknüpfungsregel einen neuen Wert erzeugen. Hier können wir neben variablen Inhalten auch konstante Werte miteinander verknüpfen. Ein einfaches Beispiel einer Verknüpfung wäre beispielsweise die Addition zweier Zahlen. Nun wollen wir uns mal ein paar wichtige Operatoren ansehen. Beginnen wir mit dem vielleicht einfachsten Operator, und zwar der Zuweisungsoperator. Das ist eine Funktion, die einer Variablen einen neuen Wert zuweist. Dieser Operator, in Java als Ist-Gleichzeichen formuliert, ist uns ja schon einige Male begegnet, beispielsweise bei der Initialisierung von Variablen. Im Prinzip schreibt der Operator lediglich den Wert, der rechts neben dem Operator steht, in die Variable, die links von dem Operator stehen muss. Das bedeutet aber auch, dass auf der linken Seite immer eine Variable stehen muss, weil das ist so das Einzige, was, wie der Name schon sagt, variabel ist und verändert werden kann. Nun, vom Code her ist es denkbar einfach. Wir schreiben die Variable hin, dann das Ist-Gleichzeichen und dann, wie hier, einen festen Wert. Das kann aber auch was anderes sein, beispielsweise ein komplizierterer Ausdruck, der aber dann wiederum einen Wert ergeben muss, weil es kann ja nur ein Wert in einer Variablen abgelegt werden. Wichtig hier ist zu verstehen, dass der Wert zur Variablen passen muss. Also wenn der Datentyp des Wertes auf der rechten Seite nicht zu dem Datentyp auf der linken Seite, sprich den Datentyp der Variable passt, dann müssen wir zumindest in den meisten Programmiersprachen einen expliziten Typecast durchführen, damit eben das Ganze passt. Typecasts haben wir auch schon besprochen. Sehen wir uns das Ganze mal mit einem nicht festen Wert an, sondern mit einem Ausdruck. Hier in unserem Fall verwenden wir einen Operator, ein Plus-Operator, welcher eben zwei Werte verknüpft. Und das heißt, wir haben hier den Operator 1 plus 2 als Operation und das Ergebnis wissen wir, das ist 3. Und dieser Ergebniswert würde dann entsprechend auch zugewiesen werden. Und diesen Ausdruck können wir jetzt, wie gesagt, auf die rechte Seite des Zuweisungsoperators schreiben und somit steht hier quasi im Code drin, dass der Wert 1 neu belegt wird, neu zugewiesen wird mit dem Ergebnis der Addition 1 plus 2. So, jetzt gibt es noch eine ganz interessante Sache mit dem Zuweisungsoperator, weil der komplette Zuweisungsausdruck hat auch einen Wert. Und dazu schreiben wir den kompletten Ausdruck jetzt mal hier in eine Konsolenausgabe rein. Das heißt, dass dieser komplette Ausdruck jetzt den Wert annimmt, der zugewiesen werden muss. In dem Fall, was wird zugewiesen? Das Ergebnis von 1 plus 2 und das ist 3. Das heißt, so wie wir jetzt hier unseren Code haben, passiert Folgendes. Der Wert wird mit dem Ergebnis 3 belegt. Das ist die erste Operation, eigentlich die zweite. Zuerst wird 1 plus 2 zusammengezählt, das ist die erste Operation. Zweite Operation, 1 plus 2 als Ergebnis 3 wird in den Wert 1 hineingeschrieben. Und das dritte, was passiert, der Gesamtausdruck Wert 1 ist gleich und dann die rechte Seite wird auch zu dem übergebenen Wert und das ist die 3. Das heißt, wenn wir das Programm starten, würden wir tatsächlich auf der Konsole dann den Wert 3 sehen.
Und das wird von vielen Programmierern genutzt, dass man in einer Codezeile tatsächlich eine Zuweisung macht und dann zugleich auch prüft, was zugewiesen wurde und dann entsprechend der Code weitergeschrieben wird. Wir werden das tatsächlich in einem späteren Video noch in der einen oder anderen Form wiedersehen. Hier so viel müsst ihr einfach nur verstehen, dass eben ein Zuweisungsoperator zum einen zuweist und der komplette Ausdruck dann den Wert der Zuweisung annimmt. So, gehen wir nun mal etwas näher auf die arithmetischen Ausdrücke ein. Beginnen wir mit unserer Analyse und schauen uns als allererstes mal den einfachsten Operator an, den Plus-Operator für die Addition. Wie wir vorher schon gesehen haben, addiert dieser Operator einfach nur zwei Zahlen. Wenn wir die Ergebniszahl aus der Variablen Wert 1 ausgeben, dann sehen wir auf der Konsole die 3. Nicht wirklich überraschend. Interessant wird es jetzt aber, wenn wir andere Datentypen verwenden, keine Zahlendatentypen. Nehmen wir mal anstatt einer Integerzahl einen Character, also ein einzelnes Zeichen. Das erkennt man an diesen Hochkommas hier. Wir addieren mal das Zeichen 1 mit dem Zeichen 2, also nicht die Zahlen, sondern die Zeichen. Wichtig ist nun zu verstehen, dass ein Zeichen etwas anderes ist als eine Zahl. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass das Zeichen 1 für den Computer das gleiche wie für uns die Buchstaben E, I, N und S in Kombination, also das Wort 1 ist, welches die Zahl 1 repräsentieren soll. Aber eben nur für uns. Ein Engländer würde nicht das Wort 1 nehmen, sondern das Wort 1. Trotzdem sprechen beide von der gleichen Zahl. Der Computer zeigt uns als Zeichen 1 eben auch nur eine Repräsentation in Form eines Zeichens. Also die Zahl, die eigentliche Zahl 1, ist damit erstmal nicht gemeint, sondern er zeigt es so eben in unserem Zahlensystem an. Wenn die Römer beispielsweise einen Computer realisiert hätten, dann würde die 1 eben anders aussehen, so wie die Römer halt ihre Zahlen hingeschrieben haben. So, wenn euch das etwas verwirrt, probieren wir unseren Code einfach erstmal aus. Vielleicht wird es dann klarer. Wir sehen auf der Konsole nun den Buchstaben klein c. Nun, wie kommt es jetzt zustande? Das Zeichen 1 hat den ASCII-Code 49 und das Zeichen 2 den ASCII-Code 50. Und das macht zusammen 99. 99 wiederum ist der Code für das Zeichen C, was wir nun auch auf der Konsole sehen. Das heißt, der Computer hat eben nicht mit den Zeichen gearbeitet, sondern mit den Zahlen, die eben hinter diesen Buchstaben liegen. Und das ist insofern ganz praktisch, als dass wir jetzt tatsächlich, wenn wir später mal irgendwelche Wörter versuchen zu analysieren, eben auch mit diesen Zahlencodes ganz gut arbeiten können. Zum Beispiel sortieren. Wenn wir jetzt die Buchstaben A bis Z sortieren wollen, sortieren wir eigentlich nicht die Buchstaben, sondern eben diese Codes. Und die sind ja Zahlen und somit ganz einfach in einer Reihenfolge hinschreibbar. Sehen wir uns jetzt mal einen anderen Datentypen an, den String. Wir verwenden das Pluszeichen nun mal, um die Strings mit dem Wert 1, das sieht man jetzt hier an den doppelten Hochkomma, das ist ein Stringwert, mit dem String Wert 2 zu addieren. Wenn wir den Code nun ausführen, sehen wir, dass der Computer die beiden Zahlen nicht addiert hat, sondern einfach nur hintereinander geschrieben hat. Nun, woran liegt das nun? Die Antwort liegt auch hier im Datentyp. Strings repräsentieren keine Zahlen, sondern eine Aneinanderreihung von Zeichen. Diese Aneinanderreihung hat somit keine einzelne Zahl als Äquivalent. Insofern können wir sagen, dass Strings nicht addiert werden können. Nun haben sich die Macher von Java aber überlegt, dass das Verketten von Strings eine recht häufige Aktion ist. Also haben sie kurzerhand gesagt, dass wenn immer bei einem Pluszeichen mindestens ein String involviert ist, wird nicht addiert, sondern verkettet. Also addieren funktioniert nur bei Zahlendatentypen. In einem Booleandatentyp beispielsweise würde eine Addition sogar gar nicht funktionieren. Es würde einen Fehler beim Kompilieren zur Folge haben. Das heißt für uns jetzt aber ganz wichtig, dass wir verstehen müssen, wenn wir mit diesen Operatoren arbeiten, welche Datentypen in dieser Operation verwendet werden, weil die auch definieren, welche Interpretation der Computer bezüglich dieses Operators vornimmt. Wir haben gerade gesehen, Plus bei Zahlendatentypen wird addiert. Bei Character, was ja eigentlich auch eine Zahl ist, die vom Computer einfach nur als Zeichen angezeigt wird, wird auch addiert. Und bei Strings wird einfach an der Stelle nur verkettet.
Ja, und wer Plus sagt, muss auch Minus sagen. Also hier der Subtraktionsoperator, und dieser funktioniert entsprechend. Also hier gibt es keine großen Überraschungen, lediglich, dass wir den Subtraktionsoperator bei Strings nicht kennen, weil also das Gegenteil von Verketten wüsste ich jetzt nicht. Also insofern funktioniert das Minus eben nur bei Zahlen. So, unser nächster Kandidat ist die Multiplikation. Diese funktioniert ohne besondere Vorkommnisse. Lediglich das Rechenzeichen mit dem Stern ist für den einen oder anderen etwas ungewohnt, aber das legt sich. Irgendwann seht ihr den Stern tatsächlich als ganz natürlichen Operator für das Multiplizieren an. Jetzt ja, die Division. Wir dividieren 6 durch 2. Das Symbol ist der Forward Slash, also der Schrägstrich von links unten nach rechts oben. Wenn wir die Operation durchführen, sehen wir erstmal nichts Auffälliges. Das Ergebnis ist 3. Wunderbar. Nun ändern wir die Rechnung jetzt auf 3 dividiert durch 2. So ist das Ergebnis auf den ersten Blick ein bisschen überraschend. Und zwar ist es nicht 1,5, sondern 1. So, was ist hier passiert? Hat sich der Rechner verrechnet? Nun, die Erklärung ist relativ simpel. Wenn wir zwei Variablen mit einem arithmetischen Operator verknüpfen, dann muss sich der Rechner einen Datentyp für das Ergebnis überlegen. Schließlich muss der Computer das Ergebnis ja im Speicher irgendwo ablegen, und dafür muss er wissen, wie viel Speicher er benötigt und mit welchen Konventionen er den Wert speichern und interpretieren soll. Und das heißt nichts anderes, er muss wissen, welcher Datentyp das sein muss. Jetzt muss ich noch eine kleine Einschränkung machen. Das gilt für die meisten kompilierten Programmiersprachen, also C, Java, C-Sharp, C++. Dafür gilt das. Für die meisten interpretierten Sprachen, also die Skriptsprachen, gilt es nicht, weil bei den Skriptsprachen wird zur Laufzeit einfach geguckt, was will denn der User wahrscheinlich haben. Und für uns aber in Java gilt genau folgende Regel. Und zwar, der Ergebnisdatentyp einer Operation ist immer der größere Datentyp der beiden Operanden. In unserem Fall haben wir keine zwei unterschiedlichen, sondern zweimal Standard ganze Zahlen, und das ist Integer. Also ist das Ergebnis ebenfalls Integer. Und hier gibt es nun mal keine Nachkommastellen. Die werden ähnlich wie beim Typecast einer Gleitkommazahl zu einer ganzen Zahl, also haben wir darüber gesprochen, wenn wir Double auf Integer konvertieren, werden die Nachkommastellen einfach abgeschnitten, und deswegen kommt jetzt hier die 1 raus und nicht die 1,5. Und das ist etwas, was viele Programmieranfänger gerne mal falsch machen. Ja? Also sie vergessen, dass wir hier eben tatsächlich die Datentypen eben konstant lassen, oder dass der Ergebnisdatentyp vom Computer nach dieser Regel bestimmt wird. Und dann verfluchen sie ihr Programm, wenn sie dann eben irgendwie, was weiß ich, 1 geteilt durch 5 rechnen, und dann kommt 0 raus. Ja? Der Grund ist genau der: Wenn ich zwei Datentypen verrechne, ist das Ergebnis vom Datentyp des größeren, und wenn es zwei gleiche sind, eben von diesen Operanden. Also im Prinzip kann man sich vorstellen, wenn ich Äpfel mit Äpfel verrechne, kommen Äpfel raus und keine Birnen. Gut. So, und ganz wichtig, das gilt jetzt auch für den folgenden Code. Also auch wenn wir das Ergebnis in eine Double-Variable schreiben, also hier hat jetzt unsere Variable Wert 1 den Datentyp Double, bleibt es dabei, dass das Ergebnis 1, in diesem Fall 1,0, ergibt. Der Grund bleibt der gleiche. Das Ergebnis der Division ist vom Datentyp Integer. Das heißt, er wird ja zuerst die Division durchführen und dann erst die Zuweisung machen. Das heißt, dass er bei der Zuweisung dann einen impliziten Typecast macht, weil er sagt, okay, mein Ergebnis von 3 geteilt durch 2 ist 1, und danach wird diese 1 in die Double-Variable hineingeschrieben, und das Ergebnis ist dann entsprechend 1,0. Wenn wir jetzt hier einen korrekten Wert benötigen, dann müssen wir entweder einen der beiden Operanden auf Komma 0 setzen, womit der Standard-Gleitkomma-Wert Double verwendet wird und das Ergebnis dann auch Double ist, also 1,5. Das heißt, jetzt haben wir genau die Situation: Der eine Operand ist 3, also Integer, der andere ist 2,0, also Double. Der größere von beiden Datentyp ist Double, also wird das Ergebnis der Operation auch Double sein. Und dann wird dieses Double-Ergebnis auch in eine Double-Variable hineingeschrieben.
Was wir auch machen können, ist, wir können eine der beiden Operationen mit einem expliziten Typecast belegen. Das heißt, wir können jetzt hier vor der 2 einfach Klammer auf, Double Klammer zu, haben wir gelernt, das ist expliziter Typecast. Das heißt, bei der Operation wird der Wert 2 als Double interpretiert. Und dann haben wir wieder eben eine Integer-Zahl geteilt durch eine Double-Zahl und es kommt wieder die 1,5 heraus. Also das sind die beiden Möglichkeiten, um eben bei dieser Rechnung 3 geteilt durch 2 ein korrektes Ergebnis zu erhalten. Der letzte Operator dieser Rubrik ist Modulo, also der Rest der ganzzahligen Division. Bei den Zahlensystemen haben wir diesen Operator ja schon kennengelernt und gesehen, dass man hiermit einiges anstellen kann. Das Rechenzeichen Prozent ist für manche zwar etwas irreführend, aber sei es drum, man gewöhnt sich dran, glaubt es mir. Wenn wir die Operation ausführen, sehen wir, dass das Ergebnis 13 modulo 5 tatsächlich 3 ergibt. Die 5 passt zweimal in die 13 und übrig bleibt die 3. Also soweit, so einfach. Ja, jetzt haben wir die arithmetischen Operatoren einigermaßen ausführlich behandelt. Nun möchte ich noch über andere Operatoren sprechen, und zwar solche, die zwar irgendwie arithmetisch sind, aber zugleich auch eine Wertveränderung zur Folge haben. Die arithmetischen Ausdrücke haben ja bis jetzt nur ein Ergebnis geliefert und die Wertveränderung haben wir mit einer zusätzlichen Zuweisung ermöglicht. Also das waren dann immer zwei Operationen. Also wir haben gesagt, 1 plus 3 ist gleich 4 und dann mit ist gleich haben wir gesagt, Wert 1 ist gleich das Ergebnis, sprich 4. Das heißt zwei Operationen. Nun sehen wir uns Operatoren an, welche beides gleichzeitig irgendwie ermöglichen. Das heißt also eine Arithmetik plus eine Zuweisung. Ich beginne jetzt hier einfach mit dem ja vielleicht einfachsten Operator, und zwar der Erhöhung einer Variablen um einen bestimmten Wert. Der Operator ist plus ist gleich. Es ist wichtig, dass zuerst immer das Plus steht und dann das ist gleich. Manche Programmieranfänger drehen das immer um und schreiben ist gleich plus. Aber wenn ich jetzt schreibe, würde Wert 1 ist gleich plus 5, heißt das nichts anderes wie Wert 1 ist gleich plus 5. Und dann würde der Computer eben das als Zuweisungsoperator verstehen, weil plus 5 ist es gleich wie 5. Gut, also wir merken uns immer zuerst das Rechenzeichen und dann das ist gleich bei diesen Erhöhungsoperatoren. Führen wir den Code mal aus und dann sehen wir, dass hier in der Variablen Wert 1 dann der Wert 8 steht. Also er wurde von dem initialen Wert 3 um 5 erhöht auf 8. Das ist relativ easy zu verstehen. Es ist so, dass manche Programmieranfänger diese Schreibweise nicht so gerne mögen und lieber einen anderen Code schreiben. Und zwar anstatt a plus ist gleich b, schreiben sie a ist gleich a plus b, weil sie das von der Ausführung her besser verstehen, weil wir haben ja gelernt, wenn ich jetzt zwei Zahlen addiere, also a plus b, und dann das Ergebnis zuweisen möchte, muss da ein entsprechender Zuweisungsoperator hin. Das heißt, a ist gleich a plus b, also rechnet das, was in a drinsteckt, erhöhe es oder addiere b hinzu und schreibe das wieder zurück in a. Aber die erfahrenen Programmierer, die präferieren schon den Plus ist gleich Operator, weil es einfach ein bisschen kompakter ist. Gut, soweit dazu. Es gibt hier dann natürlich auch noch ein paar andere Rechenzeichen, die wir vor das ist gleich schreiben können. Beispielsweise das Minus, also reduziere um einen Wert. Dann gibt es auch mal, also multipliziere den Wert, der in der Variablen drin steht, mit der Variablen oder mit dem Wert, der auf der rechten Seite steht. Dividieren modulo, das ist im Prinzip ja einigermaßen nachvollziehbar. Ja, Einzelbeispiele spare ich mir hier. Wer da Interesse hat, kann das in meiner kurzen Routine ausprobieren. Das ist, wie gesagt, relativ easy. Der nächste Operator wird sehr oft genutzt, der sogenannte Postinkrementoperator, plus plus. Nun, was macht dieser? Wenn wir ihn aufschreiben, sehen wir schon mal, dass hier nur ein Operand vorkommt, nämlich die Variable, auf die er angewendet wird. Wir schreiben hier einfach die Variable auf und den Operator plus plus dahinter. Das ist wichtig, dass dahinter ist, weil sonst verändert sich das Verhalten, aber da kommen wir gleich nochmal drauf, was ist, wenn er
vorne steht. Führen wir den Code aus und wir sehen, dass der initiale Wert der Variablen von 3 auf 4 sich erhöht hat. Dies erklärt jetzt auch den Namen des Operators Increment. Aber warum Post-Increment? Nun, das können wir jetzt mit unserem kleinen Code hier momentan gar nicht feststellen, weil wir in der Zeile, wo dieser Operator angewendet wird, eben nur wirklich eine Sache machen, und zwar Wert 1 um 1 erhöhen. Also schreiben wir unseren Code mal ein bisschen um und packen unseren Inkrement-Operator hier direkt in eine Ausgabe rein. Das heißt, in der Zeile werden jetzt zwei Sachen gemacht. Es wird ausgegeben und erhöht. Und die große Frage ist jetzt, was passiert zuerst? Wird zuerst ausgegeben, das was in Wert 1 drin steht, und dann erhöht? Oder wird zuerst erhöht und dann entsprechend die Ausgabe gemacht? Und das gucken wir uns jetzt an. Aber dazu müssen wir unseren Code noch ein bisschen erweitern. Das heißt, wir schreiben den Wert jetzt unten nochmal einfach rein. So. Und jetzt führen wir den Code aus. Und wir sehen jetzt hier tatsächlich 3 und 4 stehen. Das heißt, dass in der ersten Printline-Zeile der Wert 1 einfach ausgegeben wurde, danach wurde erhöht. Und dann, das können wir dann eben beweisen in der zweiten Printline-Zeile, dass wir dann sehen, dass jetzt nicht mehr 3, sondern 4 ausgegeben wird. Und deswegen Post-Inkrement. Ja, also es wird zuerst die Variable verwendet und danach wird er angewendet, sprich erhöht. So, ich hoffe, das hat jetzt jeder verstanden, weil das ist in der Tat wichtig. Wir werden immer Code schreiben oder wir werden Code finden, wo immer in einer Zeile mehr als eine Sache gemacht wird. Und gerade dieser Inkrement-Operator, der wird relativ häufig genutzt bei irgendwelchen Zählschleifen und so weiter. Und wir müssen einfach verstehen, wann er genutzt wird, ja, und wann der Variablenwert vorher oder nachher ausgewertet wird. Gut, also soweit zum Post-Inkrement. Ja, jetzt gucken wir uns nochmal einen weiteren Code an. Und zwar habe ich jetzt hier in der Zeile, wo Wert 2 belegt wird, zwei Sachen gemacht. Und zwar in der Zeile weisen wir den Wert 1 zu und wir haben den Post-Inkrement-Operator. Das heißt, wir nutzen jetzt hier auch wieder zwei Sachen, und zwar einmal die Zuweisung und einmal die Post-Inkrement-Geschichte. Das heißt, die Frage ist jetzt hier ähnlich wie in unserem anderen Code. Was passiert zuerst? Wird Wert 1 auf 4 erhöht und dann in die Variable Wert 2 geschrieben? Oder wird zuerst die 3, die in Wert 1 steht, in die Variable Wert 2 geschrieben und dann wird 3 auf 4 erhöht in der Variable 1. Ja, klar, wir können uns das überlegen oder wir probieren es einfach aus und sehen jetzt hier wieder das gleiche Verhalten. Das heißt, wir sehen jetzt hier, dass wir Wert 1 erstmal ausgeben. Klar, der wurde durch den Post-Inkrement-Operator erhöht auf 4. Und in der zweiten Printline-Zeile geben wir Wert 2 aus, sprich das, was übergeben wurde. Und das ist noch der ursprüngliche Wert 3, weil wir zuerst den Wert 1 übergeben haben und dann Post-Inkrement, das heißt danach wurde die Variable Wert 1 um 1 erhöht auf die Zahl 4. So, also soweit hoffe ich, ist es verstanden. Ja, ich nehme an, ihr ahnt es schon. Jetzt gibt es auch den Prä-Inkrement-Operator. Dieser steht sinnigerweise vor der Variablen. Das heißt, wir machen jetzt genau das gleiche wie vorher auch mit unseren beiden Variablen. Haben jetzt aber in der zweiten Zeile, wo Wert 2 zugewiesen wird, einen Prä-Inkrement-Operator, also zuerst erhöhen. Und siehe da, Überraschung, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt beide Werte bei der Ausgabe entsprechend als gleich identifizieren. Das heißt, in der Zeile, wo Wert 2 zugewiesen wird, wird zuerst Wert 1 von 3 auf 4 erhöht und danach wird das Ergebnis in die Variable Wert 2 geschrieben. Das heißt, beide haben den gleichen Wert, entsprechend die Zahl 4. Gut, also bitte sich das nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das wird man beim Programmieren durchaus öfter mal brauchen. Aber ich glaube, ja, Hexenwerk ist es jetzt auch nicht wirklich. Ja, schließlich gibt es noch den Post- und Prä-Dekrement-Operator, welcher jetzt im Gegensatz zum Inkrement reduziert um 1. Aber ich glaube, da muss ich jetzt auch nicht groß drauf eingehen, weil ich, ja, das ist
glaube ich, selbsterklärend. Ja, gratuliere. Jetzt habt ihr die wichtigsten Operatoren durchgekaut. Zumindest jetzt, was die Arithmetik und die Zuweisung angeht. Es gibt noch mehr und ich werde jetzt tatsächlich im nächsten Video dann uns noch, werden wir uns noch ein paar andere Operatoren anschauen, gerade in Richtung Vergleichsoperatoren. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar anschauen. Und ja, das werden wir dann im nächsten Video sehen. Bis dann, viel Spaß.